Ist es denn wahr? Ist es wirklich soweit? Lübt es wieder am Wolchow? Ja, wir hatten ja monatelang Flaute am Wolchow. Und jetzt scheint es ja fast so, als ob hier wieder ein bisschen was geht. Wahnsinn! Was heißt monatelang? Ich würde sagen, fast über ein Jahr war am Wolchow so gut wie immer Flaute, extreme Schwierigkeiten beim Schleppen, extrem schwierig, überhaupt einen Köder zu finden, der irgendwas liefert. Und jetzt gerade sieht es schon mal ganz gut aus. Also, es macht tatsächlich gerade ein bisschen den Eindruck, als ob hier die ersten paar Brocken reingehen. Ich bin keine 10 Minuten unterwegs und das sieht bisher so aus. Kleiner Ladoga-Lachs, zack, direkt den Köder gewechselt und ja, sofort einen größeren Ladoga-Lachs. Hechte sind natürlich einige dabei, was gar nicht so schlimm ist, denn die Hechte wurden ja um einiges auch verbessert, rein kohletechnisch. Also macht es natürlich jetzt auch deutlich mehr Sinn. Und ich teste jetzt natürlich auch gerade erstmal nur, ich habe angefangen mit 2 Köderfarben und da muss natürlich eigentlich noch viel, viel mehr getestet werden. Aber für den Anfang ist das doch schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass man hier innerhalb von so kurzer Zeit doch schon auch einiges rausziehen kann. So, jetzt Schad einlenken. So, schnell rum. Also, man sieht, glaube ich, wo ich gerade lang fahre. Für alle, die ja seit einem Jahr im Game sind und noch nie was gesehen haben vom Angeln oder Schleppen am Wolchow. Das hier war für viele im Level 20-Plus-Bereich the one und the only sozusagen. Ein richtig, richtig wichtiger Part im Game. Mitte 20 einfach schleppen am Wolchow. Und da gibt es natürlich hier die 8. Nicht nur, dass wir hier eine 8 Meter tiefe Stelle haben, sondern wir fahren hier quasi angefangen und fahren hier unten einmal rum und wieder eine 8 oder fahren die 8 andersrum. Also genau einmal hier lang und gib ihm. Also das ist super wichtig. Eine andere Möglichkeit, hier unten lang fahren, hier in dem Bereich oder hier rüber. Auch das ist eine Möglichkeit. Kann man einfach abschleppen über beide Löcher. Hier der Bereich kann man auch machen, ist aber immer mal wieder tricky, weil es immer so auch so Untiefen gibt. Aber ja, wie gesagt, hier unten in dem Bereich oder sogar bis hier hingezogen, das lohnt sich. Oder eben hier, meistens schleppe ich hier in der Area. Also wenn ich was testen will, ob was geht, guck mal hier, dann teste ich als erstes hier und dann weiß ich auch, lübt da einen Köder oder lübt da nichts. Das ist halt das A und O. Zack, na guck, kleine Hechte bisher, jede Menge kleine Hechte. Was mich halt noch am meisten jetzt interessiert, ist natürlich der Ladoga Lachs. Weil mich der interessiert, bin ich vom Setup her auf nur, in Anführungszeichen, auf nur 27 Kilo unterwegs. Wenn wir hier richtig, vielleicht auch eher graues Wetter haben, dann hat man eher auch mal den atlantischen Lachs dabei. Und der ist hier schon mal sehr, sehr aggressiv und heftig. Und man muss ja auch bedenken, hier können auch durchaus Hechte sein, die immer ins Trophy-Gewicht gehen. Und da kann das mit 27 Kilo Fluorocarbon schon ein bisschen gefährlich werden. Aber andererseits, wenn man den Ladoga-Lachs haben will, sollte man auch nicht ganz so dick und fett reingehen, denn dadurch verscheucht man den sehr. Vor langer, langer Zeit, es ist echt schon so lange her, unglaublich, ging mal auch dann eine Zeit lang Ladoga-Lachs richtig gut hier am Wolchow und dann ging er meistens richtig gut eben auf 27 Kilo Fluorocarbon-Vorfach und ja, dementsprechend dann, also ich sag mal so 1,0er Haken oder sowas, das reicht in der Regel. Das ist ja auch kein gewaltig großer Fisch, mit so 14, 15 Kilo herum ist er glaube ich im Trophy-Bereich, aber das wär's halt jetzt, ne, wenn der reingeht. Würde ich schon hart feiern. So, jetzt geht es hier einfach wieder zurück. Ich schleppe jetzt hier einfach wieder hoch. Zack, da haben wir wieder was dran, was man natürlich auch machen kann. Gerade hier mit dieser aktiven Route, die kann man natürlich auch nochmal zusätzlich aktiv ein bisschen führen, also mit ein bisschen Jig führen, dass man dann auch noch ein bisschen mehr rauszieht. Jetzt ist natürlich wirklich immer noch die große Frage, welche
Köder funktionieren hier am besten. Und ich habe als erstes natürlich getestet die selbstgemachten 75er Balsa. Also, angefangen jetzt gerade natürlich mit dem Standard sozusagen 7506 und jetzt gerade drauf hier der Balsa Minnow 03, denn der lief letzte Woche auch noch sehr gut am Archipel, auch auf Lachs. Deswegen hatte ich den als erstes gewählt und zack, waren auch schon die ersten Lachse drauf. Und deswegen habe ich diesen jetzt gerade komplett ausgebaut auf alle drei Routen. In der Hoffnung, dass hier vielleicht tatsächlich noch was geht. Kann ja sein, vielleicht auch nicht. Letzten Endes heißt es aber immer wieder testen. Und dazu gehören absolut die Cranks. Und zwar die Dodger Crank in der Größe 10. Hier sind sie. Und zwar lohnt sich da der gelbe, der orangene, der blaue. Also die drei würde ich auf jeden Fall testen. Wenn man nicht alle kauft, klar, aber die drei auf jeden Fall schon mal zum Testen. Anderes Ding bei den selbstgemachten sind auch hier die Balsa Crank, diese buckligen, funktionieren auch immer mal wieder. Also auch das durchaus eine Option und natürlich auch immer noch wieder wichtig, der Snatcher. Da sind sie, die Snatcher auch auf jeden Fall testen, immer wieder wichtig, die verschiedenen Farben. Kleiner Nachteil, wenn man da richtig gute Haken drauf macht, sie brauchen auch noch drei richtig gute Haken. Das heißt, das macht das Ganze auch noch ein bisschen teurer. Aber die Snatcher, ja, die lohnen sich halt auch immer wieder. Die muss man auf jeden Fall testen, wenn man hier schleppen geht. Jo, zack, da ist er, der nächste kleine Laduga Lachs. Gerne mehr davon. Raus damit hier. Zap. Und hier auch noch was drauf. Jawollo. So soll das doch sein. So mog wieder. Auswerfen von der Entfernung her. Ja, ich sag mal 10 Meter war damals so der Radius, dass man sagt, dass der Motor eine Scheuchwirkung hat. Also mindestens 10 Meter. Ich werfe hier meistens so um die 20 Meter weit raus. Denn die Köder müssen ja auch noch ein bisschen absinken. Und dann lasse ich sie einfach so ein bisschen hinterher treiben. Ja, so um die 20 Meter reicht in der Regel. Und dann einfach hier, wie gesagt, die Bahn fahren. Schön auf entspannt. Hier oben einmal drehen, dann wieder zurück und gut ist. Wichtig natürlich auch, es wird langsam dunkel. Das heißt, ja, die Zeit ist bald rum. Also in der Nacht kann man dann natürlich zum Beispiel da hinten. Nee, da. Nee. Ah, wo sehen wir es? Doch, da sehen wir es, genau. Da. Exakt da jetzt. Warte, ich zeige genau hin. Exakt da. Genau. An diesem Busch. Also, hier kommt man an, wenn man mit der Fähre rüberfährt. Oder man fährt halt gleich, wenn es dunkel ist, mit dem Boot genau dahin. Und dann geht man eben hier rüber zu diesem Busch. Und das ist die Stelle, wo man auf Aal angeln kann. Also, wenn du doch mal schon mal hier unterwegs bist und dein Bootsticket läuft eh noch, du hast dir vielleicht irgendwie ein 2-3 Stunden Ticket geholt, dann einfach da vorne hin zum Aalangeln in der Nacht. Also kann man am Wolchhof natürlich auch, gerade wenn du eh mit dem Boot unterwegs bist. Oder es wird langsam Abend und du hast keinen Bock mehr auf Schleppen. Auch hier hinten ist mal eine klassische alte Aalstelle. Hier an dem Bereich, hier ist alles Schilf und hier auch. Und hier ist eine Schilfecke und da kann man schön vorwerfen. Auch durchaus eine Option auf Aal. Hatte ich auch schon mal eine Aal-Trophy. Kann man gerne machen. Die anderen Spots hier hinten in dem Bereich, hier in dem Bereich, ne, das war das, was ich gerade gezeigt habe. Also, das sind so die klassischen Aalstellen. Ja, so, ich glaube, wir haben alles. Es sieht gut aus. Es ist scheinbar so, als ob das Schleppen gerade am Wolchhof ein bisschen besser geht. Also, ich drehe jetzt hier. Jetzt drehe ich mal in die Richtung. Fahre jetzt geradeaus zurück. Wir haben 23 Uhr und jetzt geht so gut wie gar nichts mehr rein. Nicht mal mehr die Hechte. Das heißt, jetzt ist eh sozusagen Flaute. Man nutzt im Idealfall den Tag. Jetzt könnten Zander noch reingehen. Jetzt könnten vielleicht noch ein paar Rapfen reingehen oder Döbel. Aber das ist jetzt vielleicht nicht so ganz sexy. Deswegen bretter ich jetzt zurück. Werde da vorne einfach anlegen. Und dann werfe ich auf ungefähr 20 Meter aus. Guck mal hier. Ungefähr auf 20 Meter aus. Auf dem Aal. So, Barsch wollen wir nicht. Auswerfen, Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr, Petri.